Grüezi miteinander. Herzlich willkommen hier zu Reinis Nachtgedanken an diesem Sonntag, dem 26. Mai 2024. Schön, dass Sie dabei sind, wenn wir diesen Abend wieder mit ein paar Gedanken hin zu Gott bewegen wollen. Ein Suchender, ein Wanderer durch die Antike stand am Fuße des Berges Olymp, und zwar am Ägäischen Meer, und dort stieß er auf einen Gelehrten. Und an dieser Stelle am Meer unten, als die Sonne so ein wenig im Untergehen begriffen war, fragte er den Gelehrten: Erzählen Sie mir doch etwas über Gott. Ich möchte wissen, wie ist Gott und wie handelt er? Wer ist er? Kann man ihm vertrauen oder nicht? Und der Gelehrte wurde still. Und dann schaute er mit seinem Blick hinauf zum Berg des Olymp. Und er sagte: Wie kann ich Ihnen etwas von Gott erzählen? Stellen Sie sich vor, Sie fragen mich über den Berg, der hier vor uns steht. Dann würde ich Ihnen doch Folgendes zur Antwort geben: Fahren Sie mit einem Taxi bis zum Fuße dieses Berges, nämlich in die nächste Ortschaft, und dann beginnen Sie, diesen Berg zu besteigen. Und dann werden Sie etwas über den Berg Olymp wissen und Bescheid wissen. Dann werden Sie den Berg ein ganzes Stückchen in Ihr Herz aufnehmen. Dann werden Sie sehen, wie es oben auf dem Berg des Olymp ist. Dann werden Sie sehen, mit wie vielen Schwierigkeiten er unterwegs behaftet ist. Was soll ich Ihnen erzählen, wenn Sie sich doch selbst auf den Weg machen könnten? Eine kleine und schöne Geschichte, die deutlich werden lässt, dass wir immer hören wollen von anderen über den Glauben von Gott. Wie ist er? Was tut er? Wie kann man sein Handeln einordnen? Und die Antwort ist eigentlich so einfach: Wenn man etwas wissen will, dann reicht es aus, wenn man es selbst angeht, wenn man es selbst begeht. Wie der Gang auf einen Berg einem deutlich werden lässt, was es mit dem Berg zu tun hat und wie dieser Berg ist und was man da erleben kann, so einfach ist es auch mit Gott, wenn man sich ihm anvertraut und seine Erfahrung mit ihm machen möchte. So ist eigentlich die ganze Lehre, das Fragen, immer nur sehr viel Theorie und bringt ja gar nicht so viel weiter. Das Eigentliche, was uns ins Herz gepflanzt und gebrannt wird, ist doch die eigene Erfahrung. Und deshalb möchte ich auch an diesem Abend uns allen mit auf den Weg geben, nicht über Gott sich Dinge erzählen zu lassen, sondern es ist doch viel angenehmer, auch wenn man selbst sich auf den Weg macht und selbst Gott erkundigt. Und das kann man jeden Tag, indem man immer wieder anhält, innehält, mit Gott den Dialog führt und seinen Weisungen, die einem dann geschenkt werden, Folge leistet, und dass man dann spürt: Meine Güte, dieser Gott ist eine ganz besondere Kraft, ist eine Größe, die wir gar nicht fassen können. Die Menschen, die natürlich von Gott erzählen, die haben ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Und diese kleine Anekdote von dem Suchenden und dem Gelehrten macht uns doch deutlich, dass wir zwar dieses von anderen hören können, aber ohne die eigene Erfahrung, ohne das eigene Aufbrechen, Gott niemals ganz begreifen und erkennen werden. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort. Sei und bleibe du auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht bewahrt sein. Amen. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Schlafen Sie gut. Seien Sie Gott behütet. Und vielleicht beginnen Sie morgen mit der eigenen Suche. Gute Nacht.